Es ist Zeit für eine Puzzle? Wie Puzzle? Ich habe mir Puzzle bestellt. Ja, aber das sind nicht die Puzzle, die du kennst. Das sind andere Puzzle, okay? Das sind Puzzle, die hast du so noch nie in deinem Leben gesehen, denn das sind reale Puzzle. Auch nicht diese Puzzle, die du irgendwie puzzelst. Also nicht diese tausende Puzzle, die du zu einem Bild machst. Sondern das ist... Oh, was ist kaputt gegangen? Das ist quasi ein Puzzle, was eher anders funktioniert. Das ist quasi so eine Art... Das gibt es in verschiedenen Arten. Ich weiß gar nicht, was ich mir bestellt habe. Ich habe mir irgendwas bestellt, was gut bewertet war bei Amazon. Deswegen gehen wir mal drauf und schauen mal nach. Pakete öffnen und ich kann Pakete nicht vernünftig öffnen. Es sei denn, das Produkt war so teuer, dass ich das vielleicht zurückgeben könnte. Auf jeden Fall habe ich genau 3 Stück geholt und das erste ist dieses hier. Hier geht es darum, diese 2 Kreise aus der Mitte rauszuholen. Frage ist, wie macht man das? Ich habe keine Ahnung, Leute. Wir werden sehen, ob ich es so hinbekomme. Wenn nicht, dann müssen wir es mit dem Tutorial machen. Das wird nicht so einfach, aber es gibt im Internet Tutorials, wie man quasi diese Puzzle lösen kann. Also wie gesagt, du bestellst es dir bei Amazon, es kommt zu dir nach Hause und du versuchst es zu lösen. Und nachdem du es gelöst hast, kannst du dich für einen sehr guten Menschen halten. So funktioniert das, okay? Jetzt weißt du Bescheid. Ich weiß gar nicht, wieso ich das tue, aber ich fand, es war eine witzige Idee, also wieso nicht. Oh mein Gott, das ist irgendwie kleiner als erwartet, aber ich mache mal die andere Kamera, damit die auch sehen könnt, wie ich puzzle. Ich meine, wer will das nicht sehen? Genau so sieht es aus. Und ich hab... Okay, also quasi, es geht darum, diese... Hä? Oh, ich dachte, ich hab's. Ich dachte, ich hab's. Oh mein Gott. Ich dachte, ich hab's wortwörtlich, aber nein. Okay, nee, jetzt mal ehrlich. Wieso? Warte mal. Irgendwie, was ist denn... Was muss ich denn überhaupt tun? Ich muss doch die Teile rausholen, richtig? Ich bin jetzt schon verzweifelt. Boah, hier gibt's echt eine Menge Puzzle. Hier könnt ihr sehen, Leute, wie viele es eigentlich gibt. Ziemlich viele. Ich hab's also 3 von 4. Oh, Grandmaster-Schwierigkeit. Okay, das ist mein erstes Puzzle. Ich weiß nicht, ob ich mit Grandmaster anfangen sollte. Am Ende muss es genau so aussehen. Die 2 Kreise müssen gelöst werden, okay? Das bedeutet quasi, wenn ich das hier nehme... Guck mal, ich kann das sogar hier schon rausziehen. Aber das ist nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle, leider. Nehmen wir, es ist schon sehr merkwürdig. Ich habe wortwörtlich keine Ahnung, was ich hier tue oder wie ich das lösen soll. Kann ich vielleicht ein bisschen ranzoomen, damit ihr mehr... Ja, das kann ich. Wunderschön. Jetzt könnt ihr so ein bisschen mehr sehen, auf jeden Fall, wie ich das probiere. Aber ich kann euch nicht garantieren, dass es heute irgendwas wird. Man, okay, warte mal. Es kommt fast raus sogar hier. Es ist wortwörtlich fast draußen hier. Seht ihr das? Es ist hier draußen sogar. Es ist eigentlich... Oh mein Gott. Ich verstehe das nicht. Boah, da drinnen passiert irgendwas. Okay. Also, ich glaube, vielleicht beim Rausholen so ein bisschen drehen. Okay, ich merke die Grandmaster-Schwierigkeit. Wir werden uns ein Tutorial anschauen. Cast Infinity heißt das. Ja, komm, das sollte nicht so schwer sein. Cast Infinity Puzzle. Ich kann mal Monitor aufnehmen, ne? Ah, hier wäre schon das erste Tutorial, Leute. Lass mal sehen, was er sagen wird. Das kann nicht so schwer sein, Leute. Ich meine, wenn der Typ das hinbekommt, bekomme ich es auch hin. Welcome to another episode of... Ich habe dasselbe wie er. Today we'll have a look at the Cast Infinity, done by Hanayama. Okay. And it comes in this box. Hey, bei mir sah es voll anders aus, die Box. Bei mir sieht es so aus. Disassembled and assembled again. Bro, ich war... Oh, warte mal, da bewegt sich was. Okay, ich warte lieber. Wie mache ich das? The fact that you cannot disassemble it randomly, so you must... Ah, ich hab's gedreht. Ich hab's gedreht, Leute, ohne zu gucken. Oh mein... Nee, warte, wir sind genau da, wo ich vorher auch war. Man kann das so drehen irgendwie. Ab einem bestimmten Punkt kann man dieses Ding hier drehen. Ich verstehe... Oh, oh, ich hab's gedreht. Ich hab das untere gedreht, Leute. Ihr seht nichts, ne? Ich hab das untere gedreht. Oh mein Gott, ich schau mir das Tutorial an. Otherwise you will not be able to disassemble it. So I'm gonna quickly show you now how to assemble it. And okay, zeig's mir. I prepared some graphic explanation that makes it easier. Der Typ klingt wie ein Deutscher. These cutouts. Okay, cutouts. Ja, ich seh's, ja, ja. And in the lower part. Here, okay, ich seh's. Ich seh's. The part with the laser engraving here is the... I will mention, or I will call the lower part. And this one here, the blank one, is the upper part. Okay. Ah, lower part, upper part. Okay, habe ich. Let's go. Genau. You push in this. Ja, habe ich getan. Das passiert ja die ganze Zeit. Ganz easy. Here to the rear side. Mega easy, Leute. Das habe ich. Ah, ja, ja, genau. Habe ich doch gesagt. Ich kann das drehen. Okay. To rotate it, yeah. Ah, yes, very much, yes, yes, I understand. And, ah, ich hab's gedreht. Ich hab's gedreht, Leute. So also man zieht es so ein bisschen raus und dann kann man es drehen. Aber nur, wenn man es zu einem bestimmten Grad rausgezogen hat. Eigentlich ganz easy. This is the first step then. Yes, ich hab's genauso wie bei ihm. Twist this part. What? And by moving it up and down, you will be able to twist it further and further. Ah, Bro, was tue ich hier gerade? Ich hab was, wenn ich... Alter, das sieht echt pervers aus. Ich weiß nicht mal, was ich tue. Bro, Bro, wie funktioniert das? Alles gut, Leute, ich weiß, was ich tue. Kann es sein, dass man das mit Gefühl machen muss? Ich glaube, ja. Sowas habe ich nicht, Leute, wie Gefühl. Oder habe ich das vielleicht schon so geschafft? Number two. Now, I will be able to... Ich glaube, ich hab's. Going back and by moving it up and down, you will be able to twist it further and further. I'll just do it in this orientation because it's easier to... If you do... Ich muss nochmal das ganze Video angucken, Leute. You will notice that you will be able to, yeah, this is, let's say... Ich sag, ich so als Deutscher. And further. Oh, oh, just do it, oh, yes, 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 yes. Ich weiß, was da passiert. Ich weiß nicht, was ich tue, aber es hat irgendwie geklappt. Oh mein Gott, es dreht sich. Hab ich. So, this is step number 2.
Now? Okay, warte mal kurz. Wie sieht es bei mir anders aus als bei ihm? Ich kann das irgendwie noch weiter drehen als er, habe ich das Gefühl. Ah, nee, jetzt ist es genauso wie bei ihm. Ja, es ist genauso wie bei ihm. I will be able to twist this one again. Which one? By one step only. It's here, okay. By one step only. Jetzt kann ich es... Oh! Ich kann es drehen! Ja, ja, ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, starting position. I will go back. Ey, der Typ verwirrt mich gerade so mega. Ey, das sieht pervers aus! Hör auf damit! Twisting. Clockwise. I will move back to the end. Oh no, shall be step number... Mann, der Typ hat so viele Steps! Jetzt weiß ich nicht mal, welche Steps ich war! Bei welchen Step bin ich denn hier? Again, and this is, let's say, now the and this, and then I will go with this one back again to the other position and it fall out. Okay, er hat es irgendwie geschafft. Wie hast du das gemacht? Is here in the right position. Oh mein Gott, das sah so geil aus. Gott, ich will das auch machen. Okay, das Ding ist, der Typ ist schon bei Step 9. Problem ist, ich bin halt voll verwirrt jetzt, weil es halt zwei Seiten gibt und ich nicht weiß, welche Seite was macht. Ich weiß nicht, ob ich rückwärts arbeite oder nach oder vorwärts. Oh mein Gott, das ist so krass weit draußen, ne? Ich habe das Gefühl, ich hab's gleich. Atmen, 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 nicht vergessen. Natürlich kann ich mir auch die momentane Position anschauen und dann kann ich gucken, wieso das bei mir so anders aussieht als bei ihm. Bei mir sieht's... Alter, bin ich erst bei Schritt 1? Wieso ist das Hatayama bei ihm an einer anderen Stelle? Mein Hatayama ist an einer anderen Stelle. Es ist, weil ich eine andere Version habe. Again to the other position and it fall out. Aber das hat er ja meistens an derselben Stelle wie bei ihm. Nicht ganz. Nee, nicht ganz. Oh, es ist an derselben Stelle wie bei ihm. Ich glaube, ich bin jetzt beim fünften Step, Leute. Jetzt wieder das obere. Ja. Ja. Na, ja oder nein? Ja. Aber bei ihm ist es Hatayama höher. Wieso ist es Hatayama bei dir höher? Kannst du mir das erklären? So, nee, nee, doch nicht. Okay, das Hatayama wird später höher sein, bei Schritt 6 erst. Ja. Ja oder nein? Ich weiß es nicht. Manchmal ja, manchmal nein. Es ist komisch, dass ich das nicht schaffe, sogar mit Tutorial. Until the starting position means I will go back. I will move. Alles klar, ich bin wieder komplett am Anfang. Ich bin wortwörtlich wieder komplett am Anfang. Ja, komplett am Anfang. Is that the mechanics that's behind? Es sieht genauso aus wie am Anfang. Ganz langsam jetzt, Leute. Ich bekomme, ich kriege das hin. Call the lower part. Okay, lower part. Which means it's here. Das ist bei ihm so anders, ne? It's here. Bei mir ist es nicht da, Bro. Bei mir ist es wo ganz anders. Bei mir ist es here, nicht der. Wieso dreht sich das bei ihm mehr als bei mir? Das verstehe ich nicht. Ich habe übrigens hier noch drei weitere Puzzle, also... Ich glaube, wir schaffen heute aber nur eins. Als wir das überhaupt schaffen. Wusste, ich sollte bei Videospielen bleiben. Es dreht sich weiter. Oh mein Gott, es dreht sich. Yes! Gott, ich hab's... Das sage ich jetzt lieber nicht. So, this is step number two. Now, I will be able to twist this one again. Means it's here. Langsam habe ich das Gefühl, mein Puzzle ist anders als seins. Yo, what's going on? Today I'm gonna tackle a level 10 cast puzzle. Der wird mir helfen. Aber das Ding ist, er will das selber lösen, okay? Er gibt kein Tutorial. Er soll mir erklären, wie es geht. Alright, hello guys. This is... What's up, Keepers? My name is Kenneth. Today we've got this really awesome Hanayama cast puzzle. Ja, okay, das erste Tutorial ist wirklich das Beste, Leute. Bei weitem. Twisting. Super, und ich bin wieder am Anfang. Was für Roblox-Spiele sind denn neu so? Which means... It's here. So, this is step number two. Ich hab's, ich glaube jetzt, okay. Okay, jetzt darf ich aber nichts falsch machen. By one step only. By one step only, okay. Die Frage ist, funktioniert das besser mit Gewalt oder eher mit ohne? Mit ohne. Mit ohne Gewalt, okay. Which means it's here. Kann man die Kamera eigentlich auch laden, während sie aufnimmt? Ich bin jetzt bei Schritt 6. Yes! Ich bin bewusst durch bei Schritt 6, Leute. Ich weiß, was ich tue, hundertprozentig. I will go back. Ja, es fühlt sich schon richtig locker an. Ja! Ja! Oh, okay, was ist der letzte Schritt? Lower ring to starting position? Only in this position the upper ring can get out. You will see it now. When I'm twisted here, one step further now, the last step, let's say, to this position, I can only get it out. Oh mein Gott, ich habe einen Schritt übersprungen, glaube ich. Verdammte Kacke. Only in this position the upper ring can get out. You will see it now. Ich verstehe, was mein Problem war. Also es gibt nicht 8 Schritte, es gibt 10 Schritte. Aber es dreht sich richtig geil, Alter. Ich liebe es, wenn es sich dreht, Alter. Ja, dreh dich weiter, du Sau. Ja, Schritt 8 ist beendet. When I'm twisted here... Oh! Oh, schau dich mal an! Ah!
Oh nein, der eine Ring ist draußen, der andere aber nicht. Hä? Oh nein, ich glaube, der kommt nicht so leicht raus, ne? Scheiße. The last step, let's say. This position. I can only get it out if the lower ring is here in the right position. Ah doch, doch, das ist genauso wie bei ihm. Sehr schön. Einer ist draußen. Here, this was step number 9. Okay, jetzt noch. And this, and then I will go with this one. Ah! Ah! Let's go! Oh mein Gott, wir haben es gemeistert. Schau dir das mal an hier. Yes! Oh, ich bin so glücklich gerade. Oh mein Gott. Und jetzt nochmal zusammenlegen. Nicht Spaß. Also, ich habe noch zwei weitere Puzzle. Das eine ist hier so ein Schloss. Ich glaube, das ist von derselben Marke. Und die haben sie ganz viele. Und das andere ist sowas hier. Also, ich weiß nicht. Wenn ihr noch ein Video dazu sehen wollt, lasst mich Bescheid wissen, Leute. Es ist witzig auf jeden Fall. Und es gibt halt so viele verschiedene Puzzle. Aber wir haben es gemeistert. Können wir jetzt einfach nur für den Rest des Lebens zocken? Oder wie sieht es aus? Okay, Leute, aber das war's für das Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht unten kostenlos zu abonnieren, um keine Videos mehr dazu zu passen. Falls du es getan hast, aktiviert die Glocke da unten. Dann wirst du nicht mehr nach. Richtig, sobald ich ein neues Video hochlade und du gehst zu locken, ey. Hi, wir vloggen, ich check mein Instagram und mein Merch in der Beschreibung aus und ich sehe dich im nächsten Video wieder. 3, 2, 1, bye!